Ja, meine Lieben, heute habe ich Geburtstag. Ich habe mir natürlich einen kleinen Kuchen gekauft, um den Tag heute zu feiern. Entschuldigung. Ja, irgendwie komisch, weil ich einfach alleine bin und irgendwie Familie und Freunde nicht da sind. Ich habe jetzt zwar schon ein paar Anrufe bekommen über FaceTime und Nachrichten auch schon bekommen, obwohl es zu Hause ja jetzt gerade erst Mitternacht geworden ist, also 21. geworden ist. Ja, das Wetter ist heute irgendwie bescheiden. Ja, es ist bewölkt, aber es wird wahrscheinlich trotzdem warm werden heute, weil ich mache heute was ganz Besonderes. Und zwar mache ich heute eine Tour. Und zwar ist das eine Kajaktour. Also eine Kajaktour mit Delfinen. Und anscheinend garantieren sie, dass man eben Delfine sieht. Bin ich schon sehr gespannt. Wenn ich keine sehe, wäre es auch nicht so schlimm. Ich habe ja gestern schon welche gesehen. Würde ich mich aber freuen, wenn ich heute welche sehen würde. Nämlich ganz nahe noch dazu. Und ich bin auch schon gespannt aufs Kajakfahren. Genau, weil ich habe gestern noch angerufen bei der Tour und die haben gesagt, nee, nee, die findet statt. Die holen mich heute hier um 12:30 ab, weil um 1 beginnt die Tour. Und ja, ich hoffe, dass ich heute im Laufe des Vormittags keinen Anruf bekomme, dass es doch nicht stattfindet, weil es einfach gestern viel zu windig war. Und ja, heute ist eben auch bewölkt und das ist irgendwie auch ein bisschen besser. Da knallt einfach die Sonne nicht so runter. Und ja, bin schon gespannt, wie das wird mit dem Kajak fahren. Und ja, ich werde jetzt hier jetzt meinen Kuchen mal probieren, mal schauen, wie der überhaupt schmeckt. Wir sehen uns dann auf der Tour. So, jetzt bin ich wieder zurück von meiner Tour. Oh mein Gott, wir haben Delfine gesehen. Das war der Wahnsinn. Ah. Ich hoffe, dass man die auf der GoPro auch erkennen kann, weil man ja da eben nicht zoomen kann und ich teilweise auch nicht gesehen habe, was ich gefilmt habe, beziehungsweise war es dann wieder leicht beschlagen. Und ja, ich hoffe trotzdem, man kann das irgendwie sehen. Ja, ich habe mir mein Kajak mit einem Holländer geteilt. Das ging sehr gut, also ich bin hinten gesessen und ich musste mich immer an ihn anpassen, aber das ging eigentlich ganz gut. Ja, also der Wellengang war eigentlich auch ganz gut. Ich hatte mal kurz ein bisschen Probleme, also da wurde mir ein bisschen übel, dachte mir, oh scheiße, ich hätte eine Tablette nehmen sollen gegen Seekrankheit-Dingens hier. Aber dann ging es wieder. Ja, war schon recht witzig und eben der Typ, der mich abgeholt hat hier von dem Glen Villa, hab mich auch wieder zurückgebracht. Ja, und dann habe ich ihm noch gesagt, ja, danke für den besten Geburtstag seit Jahren. Und oh, it's your birthday. Und hat er mich gleich umarmt und irgendwie einen Kuss auf die Wange gegeben. Das war ein bisschen schräg. Und ich habe gesagt, okay, weltfremde Leute gleich abknutschen. Aber ich glaube, das ist einfach so die australische Mentalität. Die sind einfach so freundlich und so offen. Und ja, war ein schönes Erlebnis. Jetzt werde ich mich unter die Dusche hauen. Und dann, ja, ich habe keine Ahnung, wie spät es jetzt eigentlich ist und dann irgendwo was zum Essen suchen. Also ich glaube, ich werde das Video jetzt hier beenden. Könnt ihr gerne hier einen Daumen oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Beziehungsweise ein Abo könnt ihr hier machen, einfach draufklicken. Und ja, hier geht's zur Playlist von Anfang an und wir sehen uns dann, ja, in Sydney. Oh mein Gott, endlich. Ciao.